So, meine Damen und Herren, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Wie man erkennen kann, wir sind heute am Schießstand. Was haben wir heute vor? Wir wollen heute unsere Optiken auf drei verschiedenen Waffen oder vier verschiedenen Waffen den Ballistikturm einschießen. Wir haben da eine 300 Meter Bahn, also 200 und 300 Meter. Und dann wollen wir schauen, eben wie unsere selbstgeladenen Patronen fliegen, dass wir den Ballistikturm so einstellen können, dass das dann passt. Wir haben, wie man sehen kann, ein V0-Messgerät ist ganz wichtig für die tatsächlichen V0 von meiner Patrone, dass ich die dann in die Ballistikprogramme eingeben kann. Und auch die ganzen Patronendaten wie Ballistikkoeffizient. Und vom Rechner selber her, vom Ballistikprogramm, was auf den Handys Apps gibt, ich verwende da den Strelok Pro, gibt es ein kleines Problem, das kann man jetzt nicht mehr runterladen. Da gibt es aber genau andere, die was genauso gut sind, wie Hornady zum Beispiel oder von Swarovski, der Ballistikrechner. Von den Daten her brauche ich überall dasselbe. Nur ganz kurz nochmal zu den Daten. Ich brauche eben Geschossdaten, Geschosslänge, Ballistikkoeffizient, den G1 und den G7. Lauflänge brauche ich nicht, Trallänge zum Beispiel, dann die tatsächlichen V0 von meiner Patrone, die wir da jetzt geladen haben. Und ja, Umgebungsdaten, das heißt Luftdruck, Temperatur, das muss man meistens alles eingeben. Ja, und natürlich, was für ein Zielfernrohr verwende ich da. Wie man unser Setup dort sieht, das ist die B14 HMR von Bergara Wilderness mit einem Alpen Optics 5-30 Zielfernrohr, 5-30x50, hat das Absehen in der ersten Bildebene, was eben gerade für weite Schüsse super ist, um den Parallaxenfehler auszugleichen, und hat seitlich oben Verstelltürme, wo ich eben den Bullet Drop da verstellen kann. Ja, warum machen wir das Ganze da? Wir wollen natürlich genau wissen, bis wohin kann ich schießen, wie schaut das aus mit meinem Abfall von der Patrone, dass ich eben den Ballistikturm da super einstelle, dass wenn es wirklich dann zur Jagd geht, dass ich sicher einen Schuss bis 300 Meter an einen Stück Wild, wenn ich mir selber sicher bin, zutrauen kann. Deswegen schießen wir da. Wie man sieht, wir haben genug Patronen mit, wir wollen da wirklich gute Streukreise schießen, dass wir eben trainieren und wenn dann die Schusszeit wieder losgeht, dass wir eben, sage ich mal, gewappnet sind und selber sicher mit der Waffe sind. Weil es gibt jetzt nichts, wenn ich sage, okay, ich lese die V0 von einer Patronenpackung oder was ich mir kaufe, gebe das ins Programm und schieße das erste Mal auf ein Stück Wild und habe vorher noch nie auf eine Tafel geschossen. Das machen wir nicht. Wir wollen sicher sein und wir wollen natürlich auch weitgerecht jagen und auch auf weitere Distanzen. Deswegen üben wir das, aber das habt ihr in den vorherigen Videos überall schon ein bisschen mitgekriegt, dass wir relativ viel Schuss machen, um uns selber zum Trainieren. Wie schon am Anfang erwähnt, wir haben vier Waffen mit. Die, was ihr da seht, ist die 300 PRC. Wir haben eine 6,5 PRC, da seid ihr gespannt, die Waffe habt ihr noch nicht gesehen, und eine zweite 6,5 PRC. Wir fangen jetzt mit der 300 PRC an. Wir haben, wie ihr in den Wiederladevideos gesehen habt, haben wir Patronen gebaut, die was ihr miteinander mit mir entwickelt habt. Und die wollen wir jetzt probieren, wie die auf weitere Distanzen performen, weil auf 100 Meter haben wir ja gesehen, das war fast ein Loch. Und jetzt, da erwarten wir eigentlich relativ viel. Wir filmen die Schussgruppe mit einer zweiten Kamera. Wie ihr da seht, das ist eine digitale Zielscheibe. Das heißt, du musst die Scheibe nicht immer reinholen, sondern das wird digital daher übertragen und ich sehe sofort den Trefferpunkt. Erleichtert das Ganze natürlich und man spart auch Zeit, wenn man das sofort da sieht. Und jetzt könnt ihr live da mit mir mitschauen, wie das Ganze performt. Nur ganz kurz, der Ausgangspunkt von der Waffe, wir haben jetzt 100 Meter Fleck eingeschossen. Das haben wir mit euch beim Ladelatterschießen gemacht, dass wir die Waffe genullt haben. Das heißt 100 Meter genau Fleck. Das ist der Ausgangspunkt, muss ich ein Programm ergeben, ob wann, also was mein Nullbereich ist vom Glas. Wir haben da 100 Meter Fleck und von da arbeiten wir jetzt weg. Und ja, wir geben einmal die ganzen Daten ins Programm. Die von 0 wissen wir. Also wir sind da bei der 300 BRC mit dem 225 Grain Geschoss auf 888 V0, da in der Gegend. Und geben wir das ins Programm ein und schauen wir, wie auf 200 Meter das ausschaut. So, wie ihr seht, so schaut mein Ballistik-App aus. Das ist eben die Strelok Pro. Kann ich verschiedene Daten eingeben. Wir haben zum Beispiel heute unsere Temperaturen. Wir haben, wie man gleich sieht, wenn wir einen Empfang haben, 12 Grad, 1020 Hektopascal Luftdruck, also 1083, und den nehmen wir jetzt die Daten. Da haben wir die Wetterdaten eingespielt. Dann haben wir da Daten zu
Patrone und Waffe und Zielfernrohr. Wir haben eben Zielfernrohr, das Alpenoptix ist da leider in der Datenbank nicht vorhanden, habe aber anstatt DD-Optik genommen, haben wir von derselben Vergrößerung und die Verstellung ist auch im Mill. Das heißt, auf 100 Meter ein Klick sind 1 cm. Und zu den Patronendaten selbst, wie gesagt, wir schießen in der 300 BOC 225 Grain ELDM, haben die Geschosslänge, Geschossdurchmesser, Geschossgewicht, den ballistischen Koeffizient, in dem Fall dem G1, und die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit vor ein paar Schüssen. Haben wir mal die groben Daten eingegeben. Da haben wir noch die Drahlänge von der Waffe. In der 300er bei uns ist der 9 Zoll. Und im Großen und Ganzen sind wir mit der Dateneingabe in das Programm einmal fertig. Jetzt schaut das Ganze so aus. Wir schießen eben, also flach über den Boden. Wir haben keine Steigung oder wir schießen nicht bergab oder bergauf. Und deswegen steht bei Steigungswinkel 0. Wind haben wir da keinen, weil da ein Kanal ist, wo kein Wind geht. Und Windrichtung braucht man natürlich jetzt auch nicht, weil wir eben keinen Wind haben. Kann aber mit dem Programm auch die Windrichtung berechnen und natürlich auch die seitliche Veränderung vom Einschuss. Wir haben jetzt Entfernung, wie wir gesagt haben, der erste Schuss auf 200 Meter. Geben da eine 200 und dann gebe ich auf Berechnen. Sagt mir das Programm, in welcher Verstellung ich das verstellen muss. Klicks bei dem Zielfernrohr, eben ein Klick, 1 cm, 5 Klicks ab. Hufe ab. Und das werden wir jetzt probieren und da nehmen wir euch jetzt mit, wie wir dort schießen und schauen, wie das Ganze ausschaut und ob das mit dem Programm zusammenpasst. So, wir schießen jetzt, wie wir vorhin da eben gesehen haben, wir brauchen 5 Klicks. Die haben wir. Wichtig ist auch immer einen Parallaxenausgleich schauen, dass das passt, um eben da einen Fehler zu vermeiden. Und dann schauen wir, wie das Ganze fliegt. So, mit der 300er, mit der 300 BRC sind wir jetzt auf 200 Meter mal fertig. Von der Höhenverstellung passt das ganz. Ein Schuss ist mir leider ein bisschen angerissen, aber sonst schauen wir es auch ganz gut aus. Da wird die angekühlt, nehmen wir die nächste. Und das ist eben eine Neuheit. Das ist die B14 HMR Carbon mit einem Carbonlauf, wie man da sehen kann. Und der Schalldämpfer von Herrn Demmelmeier. Ja, wir haben da auch Patronen gelohnt mit relativ viel Geschwindigkeit. Wir haben das jetzt in die App eingegeben. Da sind wir bei 200 Meter 4 Klicks laut App und das schauen wir uns jetzt an, ob das auch so hin hat. Und da schaut es mit. Nummer 3. Wie man gesehen hat, die HMR mit Carbonlauf hat jetzt auch nicht so schlecht geschossen auf 200. Wir haben jetzt die dritte Waffe. Das ist ein Sepse alltägliches Werkzeug. Das ist die B14 Thumb Hole, wie man dort sieht, mit dem Lochschaft und auch mit einem Carbonlauf und mit dem vom Herrn Ernst, vom Demmelmeier Ernst, der kurze Carbon-Schalldämpfer. Was da für ganze Varianten gibt, seht ihr in unserem Schalldämpfer-Video. Aber jetzt schaut das alles sehr rund aus. Kurze Waffe mit einem kurzen Dämpfer und auch ein zierliches Glas. Was ist das für ein Glas? Alpenoptix 5 bis 25 mal 50. Taugt man wirklich super. Man hat unterbei so Abstufungen in Absehen, wo man eben für 200 und 300 Meter nehmen kann. Werden wir jetzt testen, ob das hin hat. Und unter den Verschlusskappen ist genauso eine Ballistik durch, also die Verstellung mit Skalierung, dass ich eben da auch auf weit agieren kann. Aber da schießt jetzt das Epp und dann schauen wir, wie die funktioniert. Jetzt passt's, gell? Ja, jetzt sind wir drin. So, Nummer 4. Wieder Bergara. Aha. Haben wir wieder B14 HMR, aber du jetzt mal die normale, also das Österreich-Modell. Kaliber 6,5 Creedmoor, das war unser jagdlicher Begleiter bisher. Haben wir ein Wärmebildzielfernrohr montiert mit einem integrierten Ballistikrechner. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert auf weit.
So, 200 Meter haben wir jetzt einmal angeschlossen mit alle Viere. Wie man sieht, der Motor war sich ausgegangen. Jetzt schauen wir das Ganze an, wie es auf 300 ist. Wir sind da jetzt wieder bei der 300 PRC. Da schauen wir wieder in die Teppene, was wir da rauf dran müssen. 11 Klicks. Gut, vorher haben wir 5 gehabt. 11 und da haben wir, wo die hinfliegt. Die Tafel ist genullt. Aber das seht ihr ja. Das könnt ihr da mitschauen. Wie wir jetzt gesehen haben, bei der 300er, bei der 300 PRC auf 300 Meter, war der erste Schuss relativ hoch. Man hat auch gesehen, wenn ihr das vorverfolgt habt, auf 200 war die Gruppe leicht über dem Mittelpunkt, wirkt sich natürlich auf 300 dann mehr aus. Deswegen habe ich das gerade am Anfang gesagt, nicht einfach in die App Sachen eingeben und einfach schießen auf wild bis 300 Meter oder was weiß ich, vielleicht noch weiter, sondern probiert es selber. Wie man da jetzt gesehen hat, das hat jetzt nicht zu 100% gepasst. Jetzt haben wir das angepasst, sind um 2 Klicks runtergegangen, als was das Programm gesagt hat. Das heißt, statt 11 auf 10, auf 9. Und jetzt haben wir den letzten Schuss wirklich schön zentrisch. Jetzt war der Schalldämpfer relativ warm, weil wir es nicht recht auskühlen haben lassen. Dann macht man noch 2 oder 3 drauf und schauen, ob das auch sich da im 10er bewegt. Aber dabei, das kalt wird, schießen wir mit der 6er PRC auf 300 und schauen wir, ob es dort mit der App zusammenstimmt. Ja, wenn man da jetzt sieht, mit der 6er PRC auf 300 Meter, der Streugeist, glaube ich, lässt sich jetzt sehen. Ich muss sagen, besser schießen tut man im Liegen, also ich tue mir im Liegen leichter. Im Sitzen tue ich mir ein bisschen schwer selber, weil eben durch den Herzschlag und so, man ist nicht so stabil. Aber ich sage einmal, sitzt halt auf 15 Meter auf 300 schießen jetzt zu. Oder knappe 5 oder was genau sind. Aber schon richtig gut. Das heißt, ein Fuchs war kein Problem gewesen. Und das wollen wir erzielen durch das Ganze. Jagdlich bis 300 Meter sicher schießen können. Und das schaut, glaube ich, ganz gut aus. Perfekt. Jetzt ist der Sepp wieder dran mit seiner Thumbhole. Das ist genauso auch die 6er PRC. Wir haben auf 200 Meter einen kleinen Unterschied gehabt vor einem Klick. Das heißt, der Sepp hat am einen Klick weiter rauf dran messen, dass er im Center ist. Jetzt schauen wir, wie es mit 300 Meter ausschaut. Bei Verschießen haben wir beide dieselbe Munition. Nur in Sepp seiner Waffe ist es ein bisschen langsamer. Kann natürlich sein, dass das mit denen dann zusammenhängt. Ist also ziemlich gut. Und jetzt schauen wir, wie es auf 300 Meter schießt. Und schauen wir, ob wir mit den Klicks hinkommen. So, da, beim Sepp, wie man gesehen hat, hat das auch ganz gut geschossen. Der große Vorteil ist, wir haben 2 Waffen im selben Kaliber und unser Glück ist, dass meine geladene Munition zu der 6er PRC in alle 2 gleich schießt auf 100 Meter und wie man sieht, auf 200 ist auch möglich. Wie wir gesehen haben, auf 100 Meter hat er einen Glück umgehabt zu der HMR, auf 300 Meter sind schon 2 gewesen. Das heißt, das kann doch sehr variieren, wenn das ein bisschen anders schwingt oder generell natürlich auch beim Sepp. Ihr habt bei mir 950 Meter Sekunden und beim Josef 930. Macht natürlich einen großen Unterschied. Muss da mehr aufgetragen, weil es natürlich langsamer ist und schneller fällt. Jetzt schauen wir nochmal mit der 6er Creedmoor auf 300 Meter, weil die hat auf 200 auch nicht so schlecht geschossen. Mit dem Wärmebild haben wir Unterkante geschossen. Wer euch gewundert habt, vielleicht weil der Schuss ein bisschen tief ist, auf den Pad Unterkante. Jetzt schauen wir auf 300 Meter. Wie es da noch zusammenschießt. Wie gesagt, die haben wir ja schon wirklich lang, fast 5 Jahre, da sind sicher knapp 4000 Schuss rausgefahren. Schauen wir, ob es eine gute Leistung hat auf 300. So, da, wie man sieht, die alte Dame schießt auf 300 Meter auch noch ganz super, also das ist fast ein Loch gewesen. Wirklich zufrieden, die haben wir schon wirklich lang, hat uns treu begleitet und nicht im Stich gelassen. Aber ja, die Ergebnisse sprechen für sich. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit der 300er BRC, um eben zu kontrollieren, ob das mit dem Verstöhn hingepasst hat von unserem Ballistikturm. Bist
So, da. Was nehmen wir mit vom heutigen Tag? Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, bei alle vier Waffen haben wir wirklich tolle Ergebnisse erreichen können, was uns halt da möglich war. Und wir haben super Streukreise zusammengebracht mit den verschiedenen Optiken. Wir wissen jetzt genau, was wir beim Ballistikturm verändern müssen. Außer natürlich bei der 6,5, da haben wir einen Ballistikrechner oben. Ja, die Erwartungen sind erfüllt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, in jedem war was dabei, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr da Fragen habt, natürlich schreibt was in die Kommentare. Um das nächste Video nicht zu verpassen, drückt natürlich auf die Glocke. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Dankeschön, Matthäus, für dich.